Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zu einem Let's Play Landwirtschaftssimulator 2017. Ja, wir sind wieder mal auf The Morrisland unterwegs. Wir sind in Folge 132. Mein Räuspern ist immer noch da und ich sollte mal die Jungs hier wieder anschmeißen. Gucken, wo die Jungs also stehen haben, was noch wie wo arbeiten muss. Ja, Paletten müssen wir fahren. Das steht schon mal fest. Er ist auf dem Weg nach Hause. Das steht auch schon mal fest. So, da haben wir... Entschuldigung, die nächste Maschine, die wir anschmeißen müssen. So, ich würde sagen, jetzt ist erstmal alles an, was an sein muss. Und wir haben ein paar Sachen, die wir erledigen müssen. Nämlich im Großen und Ganzen zwei. Eins davon bedeutet diese Paletten hier. Und wahrscheinlich auch noch mehr. In die Produktion bei den Gewächshäusern zu bringen. Ja, ich bitte nochmal vielmals mein Geräusch und sowas zu entschuldigen. Auch meine Stimme ist zwischendurch nochmal so ein bisschen weg. Liegt leider daran, dass meine Erkältung immer noch nicht, nicht ganz in Ruhe lässt, sag ich mal so. So, ich biege jetzt mal hier schön ab. So. Und dann werde ich nämlich... Bremse, bremse, bremse. Wow, das war knapp. Jetzt ziehen wir dann vorbei. Sorry nochmal. Ja, ich werde mich jetzt gleich beim... Ich kann am Parkplatz fahren. Muss einfach mal zu sagen, wie es ist. Ne? Da fahren wir jetzt rüber. Und das ist dann gleich hier die nächste rechts hoch. Also nicht den Feldweg hier, klar. Aber vor die nächste größere Straße. Ja, mit meinem Geräuspere meiner Stimme weg, das ist immer noch sehr nervig, muss ich zugestehen. Ich hoffe, dass das irgendwann mal die Tage besser wird. So, ja, da sind wir schon auf dem Weg. Ne? Hier ist der Supermarkt. Hier bringen wir einen Teil unserer Früchte ja auch unter oder verkaufen wir ihn halt. Und dann sind wir schon wieder hier auf dem Weg zurück. Und hier vorne geht es schon wieder hin. Was wir noch machen müssen, ist natürlich den Drescher nach Hause bringen und hier können auch noch mehr Paletten hin. Das heißt nicht nur die, die wir jetzt hier gerade gebracht haben, weil wir produzieren ja relativ viel auf allen Ebenen sozusagen. Ja, das Geräuspere ist echt fürchterlich und ich bitte noch mal um Entschuldigung. Und ich glaube, wäre vielleicht besser, wenn ich hier einmal eine Runde aussteige, mal unseren LKW, der von noch Wasser geliefert hat, hier mal eine Runde wegzufahren. So, den fahre ich am besten auch hier einfach nur rum. Dann kann nämlich hier, ne, weil ihr seht, die Produktion steht nämlich. Zeigt zwar das grünes Licht an, aber es ist eigentlich nur dafür da, um zu sagen, dass hier nichts im Weg ist, sozusagen. So. So ist besser, glaube ich. So, gut, jetzt kommt da wieder Wasser rein. Ah, ich habe durchskippen gemacht. Ich hätte natürlich... Oh, das ist ja praktisch. So, hier sind die Paletten nämlich auf 0. Deswegen passiert hier auch exakt 0. So, dann Spanngurte weg. Laderichtung. Ich da dran wahrscheinlich. So. Und abladen. Ja, jetzt dürfte die Produktion wieder laufen. 60.000 Paletten sind drin. Aber ich werde auch gleich mal so freundlich sein und ein zweites Mal hinfahren und die nächste Palettenladung auch noch holen. Weil das Problem ist, dass ich die ganze Reihenfolge durcheinander gebracht habe beim Aufnehmen. Eigentlich müssten wir jetzt einmal sehen, dass wir die Paletten einmal komplett leer machen von der Produktion her und dann da wieder loslegen. Ne?
werden den gleichen Weg wieder zurückfahren. Und dann kriegen wir das schon hin. Unsere Helfer sind ja noch fleißig dabei. Geerntet ist ja alles. Wir müssen ja nur noch sehen, sozusagen. So. Ja. Puh, da kommt gerade Verkehr. Den wollen wir natürlich nicht in die Kiste fahren. Das muss nicht sein. Ich werde jetzt auch nicht den Schleichweg fahren, sondern die paar Meter hier extra. So wieder auf dem offiziellen Weg sind, so wie vorhin halt auch. Ups, ein bisschen darauf achten hier. So, da sind wir schon wieder unterwegs. So, ja, hier sehen wir unser wildes Gewurstel, was ich hier veranstaltet habe. Mit dem ganzen Palettenspaß. Ich gucke nochmal, Laden war in dem Fall hier, Arbeitsmodus ist U. So. So. Der Arbeitsmodus dürfte eigentlich automatisch wieder ausgegangen sein, dadurch, dass ich die Bude hier voll habe. So, bevor ich jetzt hier weggehe, werde ich eine Sache noch eben kurz erledigen. Hier schon groß was an Paletten wieder gekommen. Ja, Kleinigkeiten, sag ich mal so. Gut, dann mache ich hier auch mal kurz das U an. Drehe hier auch mal. So, dann sollte ich natürlich noch auf den richtigen Hänger hinten aufstellen. Gucken, dass wir nicht aktuell Palette hier drin stehen haben. Sondern natürlich. Das hat gar kein Bretterpalette, okay. Dann machen wir es so. Lappen die kurz ineinander, aber das tolerieren wir dann mal. Werden die jetzt hier noch anliefern, dass unsere Produktion hier weitergeht. So, ich sollte das mit U wieder ausmachen. Ganze abladen, so. Ja, Bretterpaletten, das sollten ohne Ende da sein. Was ich jetzt mit ihm hier machen würde, ist, habe ich das U noch an, gucken. Nee. Wir werden jetzt hier die Paletten aufnehmen. Und die Paletten hier aufnehmen. Den Arbeitsmodus ausschalten. Und dann sollten wir jetzt eigentlich alles runtergenommen haben hier. So, dann kann die Palettenproduktion dann nämlich in Ruhe weiterarbeiten. Das ist schon das Wichtigste. Wir fahren jetzt mit ihm hier mal los und bringen auch die Paletten zu den Gewächshäusern. Oh Gott, es fehlt sogar eine Palette drauf. Okay.
vielleicht in einer zu wenig vorbeigefahren. Aber nicht so wild. Spanngurte sind fest, das passt also alles. Und dann werde ich hier nämlich nochmal herfahren, werde den leeren Wagen hier stehen lassen und werde den Halbvollwagen mitnehmen, den wir jetzt an dem New Holland dran haben. Weil der New Holland fährt langsamer wie er hier, und dann fahre ich lieber mit dem hier. Ich fände es auf der Straße irgendwie schneller unterwegs. Natürlich sieht das scheiße aus, wenn man nicht fahren kann, so wie ich. Aber das ist eine andere Geschichte. So, einer war auch gerade fertig mit der Arbeit. Das müssen wir dann gleich auch mal überprüfen, was da jetzt gelaufen ist. Erstmal werde ich hier locker fröhlich dran vorbeiziehen. Obwohl, wir können die anderen Paletten auch erstehen lassen bei auf dem anderen Wagen, weil, wie gesagt, Bretterpaletten, wir haben gesehen, es sind 120.000 Einheiten drauf. Das heißt, normale Paletten, die wir jetzt gerade transportieren, werden noch ohne Ende produziert. Ja. Wenn wir die jetzt hier abliefern, dann haben wir die anderen noch als Reserve, falls wir noch irgendeine Produktion haben, wo noch Bretter, wo noch normale Paletten fehlen, dass wir dann noch welche nachholen können halt. Ne? Deswegen würde ich sagen, wir liefern die nochmal ab und dann gucken wir nämlich noch, was der andere Helfer noch fertig gemacht hat. Und ob wir ihn schon wieder umsetzen können und was die Felder so sagen. So. Gut, gut. Hier müssen wir schon rein. Das klappt denn ja alles. Ja, 74 ist natürlich schon, ne? Da passiert ja noch ein bisschen was, wenn du auf den Gas drückst. So, das ab. So, und es sind hier über 100.000 Paletten drin. Also Einheiten, nicht Paletten an Stück. Ne? Ich würde sagen, das ist okay. Ihn lasse ich hier erstmal gemütlich eine Runde stehen. Den können wir gleich noch nach Hause fahren. Ich wollte jetzt erst gucken, welcher Helfer hier fertig ist. Aha, unsere Sämaschine. Das ist doch schon mal cool. Weil wenn ich jetzt hier einmal gucke. Dann sehen wir, dass das hier fertig ist. Und wir sehen, dass das hier das gerade vorgedüngt wird. Und dass wir hier aber ansetzen könnten. Das ist also gar nicht mal so schlecht. Ich weiß bloß jetzt gar nicht mehr, was ich da ansetzen wollte. Oh, das ist eine andere Geschichte, das gucke ich leider nochmal. Erstmal schalte ich wieder zurück auf die. Na, wo haben wir sie? Da. Auf die Maschine. So, das an, das zuklappen. Jetzt gucken wir nochmal. Wir sind bei. Zweimal Sonnenblumen, einmal Kartoffeln. Raps war hier drauf, ist aber nicht drauf. Wir haben falsche Richtung. Da Dinkel drauf gemacht. Können wir so gucken, was noch fehlt. Ich glaube, es waren unser trikitale Digitalfunkuhr oder irgendwie sowas. So, gucken noch mal. Das müsste. Das Zeug sein, oder? Da, seht ihr dieses komische V? Da seht ihr auch das komische V. Gut, da sind wir uns ja schon mal einig. Das hat auch schon mal was. Dann fahren wir mit dem guten Zeug da erstmal eine Runde rüber. Wir werden wahrscheinlich, müssten wir sinnvollerweise wahrscheinlich einmal eine Spur vorwegfahren.
sprich ein Vorgewende zur Straße machen, ne? So wie wir es halt mit dem Streudüngerpart auch gemacht haben. Das wäre auf jeden Fall Nummer sicher, sag ich mal so. So, ich fahre hier schon mal sinnlos querfeld ein. Hake mich fest. Ja, wenn man wieder Sachen macht, wo man nicht weiß, wo man hinfährt, ne? So. Und das sollte ein Schleichweg sein und ist der lauteste und auffälligste Weg geworden, den man jemals hätte machen können. So, gut. Ja, hier ist er auf jeden Fall komplett schon fertig. Der Streudünger hat auf jeden Fall auch eine breitere Spur gemacht wie alles andere. Deswegen werden wir jetzt hier mal gucken, wie schlecht ich rückwärts fahre. Das mache ich schon. So. Jetzt werde ich einmal hier den. Aha, der Helfer will hier nicht. Das ist auch nicht schlecht. Ja, aber dann werden wir hier eine Runde unser Vorgewende dann ansetzen. Sprich, ein oder zwei Bahnen vorwegfahren, damit er vernünftig wendet. Aber, ja. Wir sind leider schon am Ende der Folge. So schnell geht's. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei sein würdet. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen passenden Daumen da. Ich würde mich auch sehr über ein Teilen freuen oder ein Abo natürlich, wenn ihr es nicht da gelassen habt. Und bedanke mich recht herzlich bei all denen, die das schon getan haben. Ja, und sagte mal, bis zum nächsten Mal.